Herzlich willkommen zu Deutschland akut, der Welttalk. Heute bei mir zu Gast der Schauspieler und Comedian Markus Majowski, der sich fast zu Tode gesoffen und gekokst hätte. Wir sprechen jetzt über seine Drogengeschichte und auch darüber, wer eigentlich schuld daran ist, dass wir Deutschen ein Volk von Süchtigen sind. Aber hier kommen erst einmal wichtige und erschütternde Fakten zu unserem Thema. Deutschland versinkt im Süchtesumpf. Der Suchtbericht 2013 zeigt, dass Millionen Bürger von ihrem oft tödlichen Laster nicht loskommen. Ob Tabak, Medikamente, Alkohol oder Drogen, die Süchte der Deutschen kosten der Volkswirtschaft jährlich viele Milliarden Euro. Warum sind in Deutschland so viele Menschen süchtig? Wird präventiv genug getan und richtig therapiert? Oder lässt der Staat die Süchtigen allein? Das wollen wir jetzt herausfinden und dabei sind seine Erfahrungen sehr wichtig, denn Markus Majowski hat schon mit 15 angefangen, Drogen zu nehmen und sich mit seinen Problemen immer sehr alleingelassen gefühlt. Bis an die Todesklippe, wie er den dunkelsten Punkt seiner Drogenkarriere nennt. Kerstin Jüngling leitet die Suchtprävention in Berlin und weiß aus ihrer täglichen Erfahrung, es wird viel getan, um Süchte zu bekämpfen, aber leider oft auch das Falsche. Und für den Arzt Ulrich Mohr kommt Sucht von Suchen. Die Menschen suchen etwas, um dem Wahnsinn des Normalen, sagt er, zu entfliehen. Starke Thesen, die sich zu beleuchten lohnt. Markus Majowski, erinnern Sie sich noch an Ihren ersten Schluck Alkohol? Das kann man so nicht sagen, aber es gibt ein Erlebnis bei uns zu Hause. Da waren Cocktailgläser gefüllt, halb mit Rum und Kokosmilch. Und es war keine Fahrlässigkeit, die standen halt einfach rum. Und ich habe davon probiert, das weiß ich noch sehr, sehr genau. Wie alt waren Sie da ungefähr? Noch sehr viel jünger als 15, darf man gar nicht sagen. Letztendlich ist das aber, glaube ich, auch der Alltag. Es wird viel zu wenig in den Familien dafür getan, Kinder von Alkohol wegzuhalten. Und wann haben Sie bei welchem Ereignis bemerkt, dass es jetzt kritisch wird, viele Jahre später, dass eine Abhängigkeit existiert? Ich habe das erst entdeckt im Jahr, für mich persönlich ein Jahr, bevor ich geheiratet habe, also praktisch 1999. Da war ich auf dem Höhepunkt meines Erfolges und hatte charakterliche Veränderungen. Da habe ich gesagt, ich muss was dagegen tun. Und würden Sie jetzt aus heutiger Sicht sagen, dass Sie vorher blind vor der eigenen Sucht waren oder waren die Anzeichen noch nicht so deutlich? Ich war nicht blind, aber ich bin zu unaufgeklärt und ängstlich gewesen. Ich habe mich dem nicht gestellt. Der Süchtige, eines der Kennzeichen eines Süchtigen ist die Leugnung. Und ich musste erst kapitulieren. Ich bin erst im Jahr 2008 vollständig gegen die Wand gelaufen. Uimo, ist das ein typischer Verlauf einer, naja, das klingt so hart, wenn man ihn so sieht, und so einer Drogenkarriere? Also oberflächlich gesehen ist das natürlich ein ganz typischer Verlauf. Aber um das zu verstehen, was letztendlich dazu führt, ich würde jetzt zum Beispiel nicht sagen, dass es daran liegt, dass irgendwo ein Glas Alkohol, vielleicht wohlschmeckend mit Kokosmilch steht, sondern das Problem liegt eher darin, dass das eine Sehnsucht in der Tiefe wirkt, ein Gefühl von Unzulänglichkeit da ist, von dem man eine Distanz sucht. Und da ist Alkohol halt ein Mittel, ein Weg. Das heißt, wir müssen lernen, hinter die Kulisse zu schauen. Frau Jüngling, jetzt gibt es ja wirklich atemberaubende Zahlen im negativen Sinne. Wenn ich das alles richtig addiert habe, ist praktisch jeder dritte Deutsche oder jeder dritte deutsche Erwachsene leidet an irgendeiner Sucht. Allein beim Alkohol kostet die Volkswirtschaft das 26 Milliarden Euro, eine irrsinnige Summe. Warum werden so viele Leute in Deutschland suchtkrank? Da gibt es ein riesengroßes Ursachenbündel. Eine, die allerersten ich nennen würde, wäre das, was Herr Majowski auch gesagt hat. Wir reden viel zu wenig darüber. Sucht und Suchterkrankung ist ein Schmuddelthema, geht die anderen an, ist der Penner auf der Bank. Aber wenn es doch jeden Dritten betrifft, ist doch komisch, dass das nicht mehr im Mittelpunkt ist. Das müssen wir mit dem neuen Gesundheitsminister mal sprechen. Wenn wir den kennen oder die Ministerin. Ja. Und auch von der Industrie wird es nicht gerade verantwortungsbewusst genutzt. Wir haben ja viele Jugendliche, die das cool finden müssen, weil die Industrie ihnen sagt, es ist cool, dieses Getränk zu trinken. Und da sind meistens über 20% Alkohol drin. Auf großen Plakaten.
Jetzt würde ich, da steckt natürlich schon eine richtig harsche Kritik drin. Was würden Sie sich da wünschen von der Industrie oder von der Politik? Müssen da Grenzen gesetzt werden? Kreatives Zusammensetzen, zuhören, Ihnen zuhören, Ihnen zuhören. Wir haben so viele Meinungen. Aber ist es, wenn ich das mal sage, ist es nicht zu weich? Also muss nein, man, wenn ein Problem aus so, einer Gesprächsrunde so kardinal kann ist, sehr Kreatives und sehr Konstruktives hervorgehen. Mhm. Wir haben ja alle unsere Meinungen dazu und wir können vielleicht jemanden in der Industrie dazu bewegen, weniger die Menschen anzufixen. Mhm. Die harten Fragen, wenn ich das noch, die harten Sachen, wir fordern immer schnell harte Sachen, wenn wir solche Zahlen hören, so viele Menschen mit Suchtproblemen. Wir werden aber Menschen in der Haltung nicht verändern können, wenn wir jetzt wieder allein über Verbote reden würden, sondern wir müssen das Thema Gesundheit und wie ich unabhängig bleibe, viel stärker im Alltag verankern. Wir wissen, dass nur jede zweite Familie mit Kindern überhaupt über das Thema Alkohol spricht. Jemals im Leben der Kinder, in jeder zweiten Familie nicht. Wird es tabuisiert? Noch nie darüber geredet. Und betrifft es so Situationen, wie er sie beschrieben hat, dass man dann, wie wäre man denn professionell als Eltern mit der Situation umgegangen? Also jetzt waren versehentlich diese Gläser noch da. Der Junge hat probiert, du denkst, um Gottes Willen. Ja. Hilfe rufen und sowas aufgreifen, was Dr. Mohr gesagt hat. Wenn da Sehnsüchte sind, Verdrängungsmechanismen, Hilfe rufen, kann man heutzutage alles machen. Online-Foren sagen, was können wir, und dann nicht gleich mit dem Knüppel kommen, sondern so einen tollen Ansatz zu finden, sagen, also nicht, wo ist die Wurzel, gibt es vielleicht, rede ich mit meinem Kind zu wenig vielleicht. Das kann auch eine große Anregung sein. Finde ich ganz wunderbar, diese Sensibilität und Wahrnehmung, Umgang mit den Kindern, da fängt es ja letztendlich an. Ich bin hundertprozentig dabei und stimme bei allem zu, was jetzt Sie da gesagt aber. Haben. Kein Aber, sondern ein Und. Ja, das Und. Sehr geschickt. Ja, das Und resultiert daraus, dass nicht jedes Kind, was zu einer, per Zufall zum Kai Pirinha greifen kann, anschließend in die Abhängigkeit rutscht. Die Frage, die wir uns stellen müssen, um zu verstehen, letztendlich, woraus die Sucht tatsächlich resultiert, ist, wieso gibt es dann dieses eine Drittel, was auch nach 10 Kai Pirinha und Jahren der Versuchung diesem Problem nicht erliegt. Jetzt, ja, damit wollen wir mal einen Punkt machen. Ich habe ja vorhin eine Zahl genannt, das ist quasi die Addition aller Suchtkranken in ganz verschiedenen Bereichen. Und was mich mal interessieren würde, fangen wir mal beim Alkohol an. Ab wann gilt man, frage ich Sie direkt, denn als süchtig? Sucht ist eine Suchtkrankheit, dafür gibt es eine Diagnose, wie für Schnupfen auch. Es gibt jetzt machen Sie sicher, also ich eingeschlossen auch ein bisschen Sorgen, wenn ich jeden Abend mein Glas Wein trinke, bin ich, oder zwei Bier, bin ich dann schon auf der Liste der Süchtigen, zähle ich zu den Millionen schon dazu? Also erstens sagt die WHO nur 5 Tage in der Woche Alkohol trinken, 2 Tage bitte absolut kein Alkohol, gar kein, auch nicht ein Bier. Heißt das, aber nicht, schon, das sind die gesundheitsförderlichen Regeln. Da muss er schon schmunzeln. Das ist schon, sagen nein, wir mal, nein, da schmunzelt deswegen, weil es für Sie normal ist. Weil es für mich normal ist, 7 Tage Bier zu trinken? Ich meine, das ist keine Wertung. Bei Wein wäre ich anfälliger. Es ist keine Wertung, aber es ist so. Aber da geht es noch nicht um Sucht, sondern da geht es um Gesundheitsförderung. Das heißt, man weiß, wenn man nicht, es gibt eine bestimmte Trinkmenge, ein Bier zum Beispiel am Tag und dann bitte 2 Tage in der Woche gar nicht. Wenn man sagt, wer ist süchtig, da geht es, das kann man relativ leicht erklären, wenn ich einen Fokus habe und sage, ich kann gar nichts mehr machen, ohne an Bier, Wein, Schnaps zu denken. Computer etc. gilt es da auch? Es gilt also für alles, sozusagen, für Medikamente, für Kaufen, für Kauf, Glücksspiel, für Rauchen, kann ich, vernachlässige ich mein soziales Umfeld, lüge ich, Nachbarn, meine Frau, meinen Mann. Also machen Sie nochmal kurz Präventivberatung bei mir, wenn ich manchmal das Gefühl habe, jetzt wäre ein Glas Rotwein, jetzt wäre das eigentlich gut. Muss ich dann schon in Ihre Prävention? Nein. In die Prävention immer, das stimmt gar nicht. Sie meinen, ich könnte mal vorbeikommen. Aber. Ja, das wäre schön, Sie sind herzlich eingeladen. Ja. In die Prävention immer, weil man immer schauen kann, geht es in Richtung riskanter Konsum. Hier ist jemand, der gar kein Problem mit Alkohol hat. Hier ist jemand, der ist abhängig. Dazwischen liegen Jahre. Jahre der Gewohnheit, des Trinken. Und ich hoffe jetzt einfach mal, dass Ihre Sehnsucht nach Ihrem einen Glas Rotwein natürlich noch kein Problem darstellt. Jetzt, also bei Gewohnheit habe ich ja einen Einspruch. Ja, weil bei mir immer diese und auch bei der Zuordnung oder Sortierung nach der Menge des Alkohols, den man trinkt. Ja, das Glas Bier am Tag, die 2 oder vielleicht sogar auch 3 Gläser Bier, die sagen an sich ja nichts, sondern entscheidend ist die Motivation, aus der heraus ich das Bier trinke. Ja. Die Motivation, aus der heraus ich einkaufen gehe, arbeite wie wahnsinnig oder eben alle möglichen anderen alltäglichen
Aber möglicherweise, Dinge wenn ich das sagen darf, kenne ich die gar nicht, die Motivation, die wahre Motivation. Die kenne ich nicht, sicherlich. Das und wer findet die für mich raus? Jetzt wird's ja das spannend. Das wäre dann eine Aufgabe, die in der Prävention beispielsweise geleistet werden kann. Also es ist eine Art Ersatzhandlung für ein anderes Bedürfnis, das man nicht befriedigt kriegt. Dann geht man shoppen wie verrückt. Oder? Es wäre ja auch keine Schande, sich beraten zu lassen. Ich glaube, ein ganz interessantes Kriterium könnte sein, wenn Sie dann aus der Kommunikation rausgehen, weil Sie ein Glas Wein trinken und dann in dem Moment nicht mit Ihrer Frau sprechen, obwohl sie was ganz Tolles auf dem Herzen hat. Das könnte schon ein Anzeichen dafür sein, dass Ihnen der Wein wichtiger ist als die, oder Sie, dass Ihnen der Wein wichtiger ist als die Kommunikation. Aber das ist natürlich nichts, hat nichts damit zu tun mit dem Zuschütten, was Sie vorhin schon sagten. Und warum schüttet einer sich zu und der andere kann nach einem Glas aufhören? Das sind andere Wurzeln. Wenn Sie das aus Ihrer Erfahrung sozusagen vielleicht nochmal schildern könnten, wie war das denn? Wo begann denn Behandlung? Und wenn ich das richtig im Kopf habe, dann hat die auch jahrelang sozusagen an Ihnen vorbei behandelt. Ja. Wie ging das? Ich habe mich nicht zugehörig gefühlt. Addicted ist ein Wort, was man nicht nur in der Popwelt verbreiten kann, sondern man kann daran wirklich sterben. Und ich musste begreifen, dass mein nächstes Glas und meine nächste Droge aller Wahrscheinlichkeit mein Tod wäre. Und diese Verantwortung zu übernehmen für meine Genesung und auch für meine Familie ist natürlich ganz entscheidend, weil ich bin ja ein nützliches Mitglied dieser Gesellschaft nur dann, wenn ich Verantwortung für meine Genesung übernehme, nicht für meine Krankheit. Dass meine Krankheit, gegen den Krieg habe ich verloren. Gegen die Krankheit, Alkohol habe ich verloren. Aber ich kann die Verantwortung für die Genesung übernehmen. Was war Ihre Frage? Wie war der Moment, als Sie bemerkt haben, das versagt ja alles, die Therapie versagt. Sind Sie dann in ein Loch gefallen? Oder wer hat dann dafür gesorgt? Und wie ging das, dass es dann irgendwann ansprang, um das mal etwas flapsig zu sagen? Es gibt einen Begriff, der heißt Stolpern innerhalb der Genesung. Also wenn man versucht, trocken zu werden oder clean zu werden und man merkt aber, man kann nicht aufhören, dann muss man gegen die Wand laufen. Also der Moment, ich habe es vorhin angedeutet, war bei mir eine ganz große Angst, richtig aufschlagen, kurz davor sein, alles zu verlieren oder alles zu verlieren. Das war die Todesklippe, die Sie da thematisiert haben. Das war die Todesklippe, aber es war auch eine ganz große Öffentlichkeit bei mir. Ich wurde nämlich beim Konsumieren fotografiert und das landete online in einer Zeitung, in einem Online-Portal. Und dann wackelte und bebte die Erde und meine Frau war dabei, mich zu verlassen. War diese Art von sozialer Kontrolle, das ist es ja dann eigentlich ja hilfreich. Natürlich, der vermeintliche Feind, diese jungen Leute, die mich fotografieren. Also es war sozusagen ein Handyfoto. Das ist ja auch ein biblisches Thema. Der Feind, warum nicht? Der Feind, der dir deine Grenzen weist oder deinen Stolperstein dir hinlegt und du fällst nicht wieder in dieselbe Grube, sondern du stehst auf, um es anders zu machen. Das ist, glaube ich, ein großer Schritt voran. Warum scheitern 90% der Therapien? Das finde ich so eine, ich glaube, neudeutsch sagt man, krasse Zahl, die in jedem anderen Geschäftsbereich wäre die das Ende der Initiativen, das Ende der Anstrengungen. 90% aller Therapien klappen nicht. Das ist nach meiner Erfahrung das dasselbe Problem, was in der Medizin auch dazu führt, dass nur dadurch, dass man Symptome kontrolliert, die Krankheit auch keine Chance bekommt zu heilen. Es fängt genau damit an, dass man vor die Wand läuft und überhaupt erstmal die Anerkenntnis des Problems gewinnt. Und ab dem Augenblick sich fragt, wo stehe ich denn tatsächlich? Was ist denn mein wirkliches Problem? Das wirkliche Problem ist nicht der Alkohol an sich, sondern die Tatsache, dass ich, oder jede beliebige andere Sucht, sondern die Tatsache, dass ich davon angesogen wurde. Und diesen Grund zu finden, bedeutet ihn letztendlich, sich mit sich selbst auseinanderzusetzen und eine innere Unzulänglichkeit zu finden. Irgendetwas, was man glaubt, an was in einem schlecht und nicht genügend gut ist, und eine Lösung zu finden. Sehr überzeugender Punkt. Jetzt vielleicht einmal noch, ist so ein bisschen, das klingt immer erschreckend, ein bisschen politisch gewendet aus Ihrer Sicht. Wer steht denn in der Verantwortung? Wer ist denn gefordert? Vorhin tauchte mal auf, der neue Gesundheitsminister oder die neue Gesundheitsministerin, die müssen ein neues Budget freischalten für noch mehr Therapien, für noch mehr Prävention. Oder wo können wir ansetzen, dass sich da was ändert? Wir haben Zahnprophylaxe. Wir haben Unfallverkehrsprävention. Jedes Kind weiß, erst links, dann rechts, dann links, dann über die Straße gehen.
Wir brauchen für das in einer so hochentwickelten Leistungsgesellschaft, wie wir die in Deutschland haben, brauchen wir auch ein Budget und eine Struktur, die Prävention von Sucht abbildet. Aber. Und das sind Menschen, die das machen müssen. Das ist keine Computerseite, sondern mit Kindern sich zu unterhalten, warum das denn so cool ist, dass auf einmal die Mädchen auch im Koma sind. Können Sie da mal eine Summe nennen oder so? Aus Ihrer Erfahrung, wie viel Geld, was braucht man für ein Budget, damit wir, wenn wir es jetzt dem neuen Gesundheitsminister oder der Ministerin schon ins Stammbuch schreiben, damit es eine Ziffer hat, ein Preisschild? 3% der Alkoholsteuer. Da schlummert ja noch diese andere Gemeinheit mit, dass der Staat sich an diesem, ich sage mal, auf mein Risiko in gewisser Weise als Dealer betätigt, indem er am Oder der volkswirtschaftliche Schaden, den könnte man ja auch halbieren und sagen, mindestens das investieren. Ne? Ja. Würden Sie das glauben? Also 3% von der Alkoholsteuer nimmt man und dafür sind es dann nicht mehr bei Alkohol 26 Milliarden, sondern perspektivisch kommt man mit 20 hin? Das wäre ja eine enorme, das wäre ja eine Profitrechnung erster Ausprägung. Wir wissen, dass Prävention wirkt in jedem anderen Feld. Wir haben weniger Karies, wir haben weniger Unfälle. Weil wenn wir früh anfangen, ganz normal über Dinge zu sprechen, Mädchen zum Beispiel, warum sind denn Mädchen weniger gefährdet als Jungs? Mädchen lernen früher in der Sozialisation über sich und ihre Gefühle zu reden. Ja, sehe ich gut aus, mag man mich und was sagt mein Freund und wie sitzt der Rock? Aber es ist jetzt auch nicht gerade die beste Art. Da fängt es an. Kann ich über Gefühle reden? Ja, und dann, ich sage es jetzt mal zynisch, werden Sie magersüchtig, weil der Po ein bisschen zu dick ist. Das gibt einen ganz kleinen Teil dieser Mädchen, um den müssen wir uns auch kümmern. Aber tatsächlich ist ein Schutzfaktor, sich zu kennen und über sich sprechen zu können. Genau zum Chef dann, auch mal zu sagen, Entschuldigung, das kann ich nicht, das schaffe ich heute nicht mehr. Ja, seine Grenzen dieses Funktionieren müssen sozusagen für sich aus dem Spiel nehmen, für sich selber aus dem Spiel nehmen. Genau. Das ist das, was ich bin einverstanden mit dem Budget und gut, wir ergänze das als allererstes mal, bevor wir uns ans Werk machen, damit befassen müssen, wieso die meisten Suchttherapien letztendlich scheitern. Bei Ihnen hat es funktioniert, insofern stellt sich überhaupt nicht die Frage, durch Selbsthilfegruppen. Genau. So, wir müssen uns mit dem befassen, was nicht funktioniert, also einen Schritt zurückgehen und fragen, was haben wir am Gesamtspiel, an den Spielregeln der Sucht und der Funktion der Psyche nicht verstanden, damit wir Prävention wirklich erfolgreich machen können und auch Therapie erfolgreich machen können. Jetzt habe ich aber trotzdem, das klingt alles sehr, sehr überzeugend und es klingt, ehrlich gesagt, mein Kommentar dazu, auch gar nicht so schwierig ins Werk zu setzen. Nein. Hätte es bei Ihnen und dem Verlauf Ihrer Alkoholkarriere geholfen, wenn, sagen wir mal, früh Prävention dieser Art stattgefunden hätte? Definitiv, aber ich kann da keine Schuldzuweisung machen oder annehmen, was wäre, wenn. Ich bin auch nicht in der Opferhaltung. Es wäre ganz schön gewesen. Es wäre ein Versuch gewesen. Heutzutage braucht man nur die Telefonbuchseiten aufschlagen und findet Selbsthilfegruppen. Und da kann ich nur die Empfehlung aussprechen, 12-Schritte-Programm gucken, sich mit der Suchtprävention in Verbindung setzen. Es ist nicht einfach. Es ist nicht romantische Reise. Es ist ein ganz knallharter Weg. Selbstreflexion ist eine tägliche Übung und dieses Miteinander reden. Man spürt es in fast jeder Sekunde. Es ist wohl eine der härtesten Prüfungen, der sich ein Mensch aussetzen kann. Um ihn herum Party, Alkohol, lustige, womöglich schon angeheiterte Freunde und Bekannte. Und man selber kann und darf nicht mehr trinken. Wie sich das genau anfühlt, das ist das Thema der Rubrik Die Zwei. Zwei Minuten mit dem Schauspieler Markus Majowski über die ewige Versuchung des trockenen Alkoholikers. Herr Majowski, wenn jetzt hier so eine gut gekühlte Flasche Weißwein auf den Tisch kommt, wie fühlt sich das für Sie an? Negativ. Aber versuchen Sie es zu beschreiben, wie negativ? Es ist dieses Gefühl, dass ich mein Leben damit kaputt gemacht habe, dass ich weiß, dass der Genuss eines vielleicht auch heiligen Getränkes für mich nichts ist, weil ich damit nicht umgehen kann und das ist sehr schambehaftet. Wenn ich mir jetzt ein Glas einschenken würde, was würden Sie von mir halten? Alles gut. Solange sie mir nicht zu nahe kommen. Die Fahne stört mich so ein bisschen. Der Geruch vom Einschenken würde sozusagen eine alte Erinnerung auf jeden Fall wieder triggern? Auf jeden Fall. Es triggert an und man lernt damit umzugehen. Ich kann den Kampf nicht gewinnen, den habe ich längst verloren. Denkt man nicht manchmal, oder denken Sie nicht manchmal, einmal noch? Nur einmal noch? Einmal ist kein Mal? In meinen schlimmsten Momenten denke ich mir, naja, so mit 80, wenn du jetzt weißt,
Sollst du Chemotherapie machen oder nicht? Säufst du dich dann lieber zu? Aber warum zusaufen? Vielleicht mal ein Glas? Nee, ich möchte so lange leben, wie es der liebe Gott für richtig hält. Und damit bringe ich mich sofort um. Ist das Nein zu sagen dazu und sich auch so zu verhalten allein schwieriger oder in einer Gruppe? In der Gruppe auf jeden Fall sehr viel einfacher. Das ist ja sozusagen die soziale Kontrolle, die damit... Es ist das Gruppengewissen, was uns clean hält und trocken hält. Wir erzählen unsere Geschichten, wir hören zu und lernen von den Erfahrungen der anderen, die es auch geschafft haben. Auch von denen, die ab und zu scheitern. Welches ist Ihr wichtigster Hinweis für Freunde und Bekannte? Wenn ihr aus der Kommunikation geht und wenn ihr nicht mehr ohne und nicht mehr mit Stoff könnt, weil es euch oben und runter, unten rauskommt, dann seid ihr süchtig und solltet euch Hilfe holen. Starkes Wort, vielen Dank. Bis dahin. Herr Dr. Mohr, von Ihnen stammt die wirklich interessante Formulierung, dass in einer Sucht auch eine Chance liegt. Und zwar immer. Für mich, das sehen Sie mir bitte nach, klingt es so ein bisschen nach so esoterischer Schönrednerei. Was meinen Sie damit genau? Einfaches Beispiel, Fasching. Mit reichlich Alkoholgenuss können die Menschen plötzlich ihre Individualität zeigen, ihre Ecken und Kanten. Für zwei Tage ist die Welt bunt. Alles das, was man sich im Laufe der restlichen 363 Tage nicht zu zeigen traut, kann dazu genügen, in eine Sucht zu geraten. Herr Jowski, hat Ihnen die Sucht irgendeine Chance offeriert? Oh ja, mein Ego kleiner werden zu lassen. Und und mehr auf die Mitmenschen zu achten und weniger Schuld anzuhäufen, weil ich dazu geneigt habe, oftmals böse Worte zu sagen, mit Restalkohol. Und dann habe ich Menschen gekränkt und dieser Berg wird immer größer und dann muss ich ihn deckeln. Ich habe die große Chance, ein anständiger Kerl zu sein. Das finde ich, also sind berührende Worte, wenn man sagt, einmal süchtig, immer süchtig, ist es ja für den Betroffenen eigentlich demotivierend. Mhm. Weil das heißt, er kommt nie wirklich weg davon. Ist das der richtige Zugang? Ich hoffe, Sie verzeihen mir das, wenn ich das sage. Ich sage das zu gar niemandem. Einmal süchtig, immer süchtig. Weil ich weiß auch nicht, ob ein Herzinfarktpatient, wenn ein Manager einen Herzinfarkt hat, immer ein Herzinfarktpatient bleiben wird. Oder bei einer anderen, es ist eine Krankheit. Ich schaue individuell hin und frage, was braucht denn derjenige, also was würden Sie brauchen, Sie haben das schon beschrieben. Wenn Sie jetzt aus dem Weg raus aus der Sucht sind, und nicht ein Stigma, der ist immer was anderes. Ich finde das nicht förderlich, ich möchte das mit mir auch nicht. Und ich möchte auch nicht, dass es mit Ratsuchenden oder mit Menschen mit Problemen gemacht wird. Braucht man vielleicht so etwas, um sich dann auch immer wieder klar zu machen, dass jede Fehlentscheidung die eine zu viel sein kann? Was braucht man? Die einmal süchtig, immer süchtig? Sehe ich überhaupt nicht so, ist auch gar nicht meine Erfahrung. Das kann so sein. Allerdings in dem Augenblick, wo ich meine eigene Unzulänglichkeit verstehe und das ist möglicherweise bei Ihnen passiert und damit leben kann und damit kommunizieren kann, erlischt auch die Sucht. Das ist auch vom Mechanismus her durchaus, wenn man das größere Bild versteht, nachvollziehbar. Ich habe eine Suchtverlagerung. Eine allerletzte Frage, die mich aber wirklich brennend interessiert. Haben Sie an sich Ersatzhandlungen festgestellt? Das ist die Suchtverlagerung. Also sozusagen weg mit dem, aber jetzt sind es Süßigkeiten oder Lesen oder Rockmusik oder... Wenn es nur das Lesen wäre, aber sind die Süßigkeiten und ich bin gerade 10 Kilo Übergewicht, kann ich besser machen. Ich muss mich deswegen aber nicht verdammen. Und ich finde das ganz, ganz bezaubernd von Ihnen, dass Sie das so sehen. Für uns als Süchtige, für mich als Süchtigen muss ich nur genau hinschauen. Ich habe eine unheilbare Krankheit, aber ich kann natürlich das auch mit Würde tragen. Ich lasse das nicht so raushängen als das Opfer, sondern ich glaube, ich bin ziemlich konstruktiv. Vielen Dank für das wirklich diesen Einblick auch in private, um nicht zu sagen intime Dinge. Danke für die Diskussion. Vielen Dank fürs Zuschauen. Wir sehen uns nächsten Mittwoch wieder, wenn es heißt Deutschland akut, der Welttalk. Ich freue mich drauf. Bis dahin.